Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich muss zugeben, das letzte Mal, als ich im Abgeordnetenhaus Berlin war, da war ich, glaube ich, in der 9. Klasse. Das war dann so eine Exkursion, die wir mit dem Geschichtsunterricht, glaube ich, gemacht haben. Das Gebäude hat sich weiterentwickelt, wie ich gesehen habe. Es gibt irgendwie einen Neubau. Damals war das alles noch nicht so barrierefrei, wie es jetzt ist. Insofern vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer, wie diese Stadt sich auch weiterentwickelt. Wenn ich darf, würde ich gerne nochmal zu diesem Begriff Inklusion vielleicht ganz kurz etwas sagen. Ich glaube auch, dass die meisten Leute, die über Inklusion sprechen, meistens nicht behinderte Menschen, gar nicht wissen, was dieses Wort genau bedeutet und es einfach ersetzt haben, was vorher Integration war. Und es ist insofern alter Wein in neuen Schläuchen. Aber ich warne auch gleichzeitig dafür, das Wort Inklusion schon wieder deswegen zu verteufeln, weil es die meisten Menschen nicht verstanden haben. Wir können dankbar sein, dass wir ein Wort haben, dass wir einen Begriff haben, an dem wir uns vielleicht auch abarbeiten können. Weil wenn wir das jetzt einfach ganz allgemein, alle Menschen sind gleich oder verschieden betiteln würden, dann ist das, glaube ich, noch viel schwammiger. Und insofern brauchen wir, glaube ich, in diesen Diskursen auch ein Wort, an dem wir uns abarbeiten und auch reiben können. So viel meine Perspektive auf das Thema. Ich selber bin vielleicht eher so derjenige, der die Fraktion der jüngeren Menschen hier vertritt mit Behinderung. Ich habe jetzt keinen historischen Abriss, wie Herr Theben vorbereitet, über die, wie entwickelt sich eigentlich oder wie hat sich die Behindertenbewegung in Deutschland und vielleicht auch in Berlin entwickelt. Das waren alles sehr große Initiativen und auch sehr große Anstrengungen, die gemacht wurden und auch viel erreicht wurde. Das muss man ganz klar so sehen und auch etwas, wovon ich als Jüngerer stark profitiere. Also die Tatsache, dass der öffentliche Personalverkehr zumindest darüber nachdenkt, barrierefreier zu werden, ist ja schon mal ein Erfolg. Und dass da auch wirklich in den letzten 10 Jahren große Anstrengungen gemacht wurden, erlebe ich tagtäglich, weil ich habe kein Auto. Mein Name ist Raul Krauthaus und ich wollte ein bisschen mit Ihnen versuchen, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Dieser Vortrag basiert auf einem Vortrag, den ich bereits gehalten habe, eher auf einer technischeren Konferenz, aber da wir hier bei den Piraten sind, glaube ich, ist das etwas, was man sicherlich auch hier nochmal zum Besten geben kann, in der Form, dass ich später auch gerne in einen Dialog mit Ihnen treten möchte, was Sie von den Ideen halten. Vielleicht ganz kurz zu mir. Mein Name ist, wie gesagt, Raul Krauthausen. Ich bin einer von 10 Mitgliedern des gemeinnützigen Vereins Sozialhelden. Uns gibt es seit ungefähr 10 Jahren, ich glaube inzwischen sind es 11, wo wir versuchen, in regelmäßigen Abständen soziale Projekte ins Leben zu rufen. Was heißt das konkret? Seit 5 Jahren beschäftigen wir uns mit dem Thema Barrierefreiheit und Inklusion. Und eines unserer vielleicht bekanntesten Projekte ist die Wheelmap, die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, auf der Menschen mit Mobilitätseinschränkungen mit ihrem Smartphone oder eben am Browser Orte bewerten können, ob sie rollstuhlgerecht sind oder nicht. Das Ganze ist eine partizipative Plattform, das bedeutet, die Menschen können selbst Daten dort eintragen, die Menschen haften auch für die Qualität der Daten und wenn ich einen Fehler entdecke, das ist die meistgestellte Frage an mich, dann kann ich das korrigieren. Das heißt, wir selber fahren nicht durchs Land und prüfen das, was die Leute da eingetragen haben. Das macht bei Wikipedia ja auch keiner. Die Wheelmap ist inzwischen die größte Karte der Welt geworden. Wir haben über 540.000 Orte auf der Karte weltweit. Wir sind in 23 Sprachen online und das Ganze, sagen wir mal, ist uns selbst so groß geworden, dass wir es niemals geglaubt hätten, dass es funktionieren kann, dass es überhaupt die Leute nutzen. Wir glauben, dass ein großer Pluspunkt darin liegt, dass es eben auch auf Mobiltelefonen funktioniert und Mobiltelefone Devices sind oder Geräte sind, die jeder von uns mitträgt. Und das ist kein Spezialgerät wie ein Talker oder so, das vielleicht von der Krankenkasse nur finanziert werden würde, sondern es ist ein Gerät, das wir alle sowieso mit uns rumtragen. Und dadurch, dass es eben auch Ortungsfunktionen hat, macht es total Sinn, die Nachbarschaft zu bewerten. Eine These, die wir bei den Sozialhelden vertreten, ist, dass wir glauben, dass eine Behinderung auch eine Form von Lifestyle ist. Also Behinderung ist nicht etwas, was Krankheit bedeutet, zwangsläufig oder Leid, sondern eine Form von vielleicht nicht freiwillig gewählten Lifestyle.
Aber wir Menschen mit Behinderung wollen auch nicht zwangsläufig von Nichtbehinderten Dinge vorgesetzt bekommen, die uns normalisieren und dann im Zweifel unglaublich hässlich aussehen, sondern dass wir vielleicht auch bestimmte ästhetische Ansprüche und auch funktionale Ansprüche an Dinge haben und Dienstleistungen haben. Und deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass Menschen mit Behinderung in diesem Gestaltungsprozess mit involviert und partizipativ mitmachen können. Ein Beispiel, das ich immer ganz gerne zeige, ist in dem Fall Amy Mullins. Natürlich auch hier wieder, Amy Mullins ist ein Topmodel. Ist jetzt auch natürlich eine sehr privilegierte Gruppe von Menschen. Aber sie ist ein Topmodel, der Unterschenkel fehlen. Und sie war es leid, dass sie permanent die gleichen Prothesen trug, die immer hautfarben waren, die immer irgendwie hässlich waren, und fing dann an, sich mit Designern hinzusetzen und zu überlegen, verschiedene Prothesen für sich selbst anfertigen zu lassen, nach ihren Vorstellungen. Und sie sagt, wie geil ist das eigentlich, dass ich jeden Morgen neu entscheiden kann, welche Körpergröße ich habe, weil ich einfach unterschiedlich lange Prothesen tragen kann. Und wenn es dann mal auf den Ball geht oder so, dann entscheidet sie sich für längere Beine, als wenn sie es sportlich angehen lässt, dann entscheidet sie sich für kürzere Beine. Das Ganze kann man natürlich noch auf die Spitze treiben und vielleicht sogar auch ästhetisch, leider ist es jetzt hier ein bisschen zu dunkel das Bild, aber das Ganze auch ästhetisch weiterdenken. Und sie hat von Holzschnitzereien in den Prothesen bis hin zu Stöckelschuhen an den Prothesen eine Menge erfunden. Und mein persönliches Highlight sind durchsichtige Prothesen, die von der Ferne so wirken, als ob sie schwebt, weil man ja durchgucken kann. Gibt es auch mit Licht, das heißt im Dunkeln hat sie ihre eigenen Scheinwerfer immer an den Beinen dabei. Das ist irgendwie alles etwas, wo man sagen kann, eine Behinderung muss nicht zwangsläufig immer etwas sein, was mit Gesundheit in Verbindung gebracht wird. Ich zum Beispiel kann mein Smartphone an meinem Elektrorollstuhl aufladen. Und ich glaube, das ist etwas, was die meisten Läufer unter Ihnen vielleicht auch manchmal beneiden. Eine andere Innovation wird gerade extremst doll gefeiert, sind diese sogenannten Segway-Rollstühle, wovon ich jetzt auch neulich auf der Messe welche gesehen habe, in Karlsruhe. Und das Interessante ist, dass diese Dinger unglaublich cool aussehen, aber einen ganz praktischen Nachteil haben, nämlich die Balancierstange in der Mitte. Man muss sich daran festhalten, weil man nämlich über die Gewichtsverlagerung das Gerät steuert. Aber eine Stange in der Mitte ist genauso unpraktisch wie ein Therapietisch am Elektrorollstuhl, weil wenn man nämlich an den Tisch heranfahren will, ist diese Stange im Weg. Das ist im Alltag, und meistens sitzen wir ja an Tischen, weil wir einfach ja auch nicht stehen können, also sitzen wir oft an Tischen, dann ist diese Stange störend. Deswegen haben sie sich überlegt, okay, man kann die Stange abbauen, und dann kippelt das Ding aber. Also muss man Stützräder ausklappen. Also was passiert ist, man fängt dann an, von einem gewissen Designaspekt auszugehen, weil der Designer meint, oh, das müssen wir schön machen, also den Rollstuhl müssen wir schön machen, aber die praktischen Funktionen, merkt man, werden dann nach und nach nachgebaut, und dann ist es irgendwann nicht mehr schön. Hätte man von Anfang an mit Menschen mit Behinderung überlegt, wie müsste der Rollstuhl der Zukunft aussehen, wäre man vielleicht auf die Idee gekommen, dass man einen Rollstuhl mit Beinen bräuchte, damit man auch Treppen gehen kann. Anstatt ob es 2 oder 4 Räder sind, ist eigentlich auch relativ egal. Vor 3 Jahren war ich in Japan und da wurde mir der Will vorgestellt. Der Will ist ein ziemlich fancy, modern aussehendes Gerät, wo man mit seinem Aktivrollstuhl reinfahren kann, und dieses Gerät macht einen dann elektrisch mobil. Unglaublich cool, extrem fancy, auch wieder ein Produktdesigner, hat wahrscheinlich in seinem Studium seine Masterarbeit machen müssen und hat sich dann überlegt, okay, ich baue einen coolen Rollstuhl, aber auch hier wieder haben wir die Stange im Weg. Das haben die dann irgendwann gemerkt und haben sich dann überlegt, okay, wir müssen diese Stange wegklappbar machen, aber dann war diese ganze Idee, dass man reinfahren kann, auch nicht mehr möglich, und heraus kam dann dieses Gerät. Und das heißt, ich kann mit meinem Rollstuhl nicht mehr reinfahren, es hat immer noch diese Stangen. Und was dazu führt, ist, dass das Ding jetzt eigentlich genauso gut ist wie ein normaler Elektrorollstuhl, aber keine einzige Funktionalität hat, die überhaupt besser war.
Und da frage ich mich auch, da gehen Forschungsgelder rein, da gehen Millionen rein in diese Projekte und es wird permanent gefeiert. Ich bekomme alle 2 Tage von irgendwelchen Bekannten auf Facebook dieses Video geschickt oder dieses Bild geschickt, wo ich sage, ja, ich habe das Ding gesehen, ich habe das Ding auch ausprobiert und ich fand es einfach nicht geil. Aber so, das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich will einfach nur mal so ein bisschen auch aufzeigen, in welche Richtung solche Innovationen auch oft gehen und dann, wo die Erkenntnis landet am Ende. Meine Lieblingsinnovation ist aber eigentlich diese hier aus Berlin-Kreuzberg, wo eine Frau mit ihrem Elektrorollstuhl offensichtlich mit ihrem Kind unterwegs sein wollte und sich dann eine Art Kinderwagenfunktion aus Holz an ihren Rollstuhl gebaut hat. Das scheint ein wirklicher Need zu sein. Das scheint wirklich etwas zu sein, was Menschen mit Behinderung in Elternzeit brauchen. Und davon habe ich aber noch keine gute Produktlösung von einem großen Hersteller gesehen. Und das ist etwas, wo ich mich frage, hätte mal ein Produktdesigner in seiner Masterarbeit über sowas nachgedacht? Das hätte, glaube ich, einen viel höheren sozialen Impact als einen noch cooleren Rollstuhl, der gar nicht cooler sein muss. Ich selber bin natürlich auch, und da glaube ich, fühle ich mich hier ein bisschen zu Hause, bei den Piraten gerne jemand, der ein bisschen nerdiger unterwegs ist. Und so habe ich mal angefangen, mir mit einem 3D-Drucker so Rollstuhlrampen zu drucken. Das Witzige ist, dass das war eigentlich aus Versehen, weil die einzige geometrische Form, die ich an einem 3D-Programm designen kann, ein Dreieck ist. Und ich dachte irgendwann, das sieht ja aus wie eine Rampe und habe die dann gedruckt. Das Trauriger ist aber auch gleichzeitig, dass es 24 Stunden dauert, so ein Ding fertig zu drucken. Also die Technologie ist noch nicht ganz so weit. Und dann dachte ich, okay, in 24 Stunden kann ich genau das Gleiche auch mit Lego machen. Und ich habe dann mal ein Video mitgebracht, das so ein bisschen zumindest die Experimentier-Idee zeigt. Also wir haben auf lego.com Lego-Steine bestellt und uns dann, meine Mitbewohner und ich, und wir haben uns dann lange überlegt, wie müsste diese Rampe gebaut sein. Wir haben so Straßenplatten gekauft, wo wir dann von diesen Dachziegeln und normalen Vierern und Zweiern uns dann diese Rampenkonstruktion überlegt haben, die ein relativ optimales Kompromiss ist zwischen Gewicht und Stabilität. Und das dann eben mal 2. Die Anleitung findet man im Netz auf raue.de. Wie gesagt, zur eigenen, auf eigene Verantwortung das Ganze bitte machen. nicht nachbauen oder wenn, dann eben auf eigene Verantwortung. So sieht es aus und man sieht auch gleich, wie es im Einsatz ist. Ich empfehle, die Dinge auch festzukleben, das bin ich in dem Fall. So, und nochmal runter. Das passt in den Rucksack theoretisch. Tragisch wird es halt, wenn man die Dinger nicht festklebt, weil dann nämlich die Dinger auseinanderbrechen können. Aber so viel zum Thema, man kann auch total kreativ mit diesem Thema umgehen. Und wenn man die Dinger festklebt, dann kann das wirklich auch ganz gut funktionieren. Ein Beispiel, das wir vor kurzem entdeckt haben, ist in Kanada, wo Aktivisten versuchen, unter der Kampagne stopgap.org einfach viral und auch, sagen wir mal, fast schon illegal, einfach Rampen vor Häuser zu legen. Mein Traum wäre, das ganze Jahr mit Beton zu machen, damit man die einfach um Fakten zu schaffen und nicht permanent auf so eine Art von Freiwilligkeit zu setzen. Abgeleitet von diesem Projekt hatten wir natürlich auch die Idee, also abgeleitet von diesem Lego-Rampenprojekt hatten wir auch die Idee, wie man eigentlich auf Grundlage von Wheelmap-Informationen, die wir haben und die Menschen ungefähr ein Drittel der Einträge Orte als nicht rollstuhlgerecht bewertet haben, hatten wir überlegt, das reine Kartografieren von Orten ist ja noch nichts, was die Welt besser macht. Und die Welt besser machen wahrscheinlich einfach erwerbbare Rampen. Und so haben wir dann das Projekt gestartet, wheelramp.de, wo wir sagen, wir für 180 Euro es jedem Bäcker, jedem Restaurant, jedem Café ermöglichen, eine Rampe zu erwerben, ohne Hilfsmittelnummer, Terror, wo man dann einen Eingang von 1 bis 2 Stufen überbrücken kann.
Das Ganze gibt es in zwei Ausführungen, in 1,2 Metern und 1,5 Metern. Das sind die meist angefragten Größen, aber natürlich kann man sich auch bei uns erkundigen nach Spezialgrößen. Mein aktuelles Lieblingsprojekt, das ich im Internet gefunden habe, handelt von diesem Symbol. Wir alle kennen das, das ist irgendwie inzwischen auch sehr weit verbreitet in der Form, dass es plötzlich ganz allgemein für Behinderte steht. Ja? Also, obwohl es ja hier vor allem Menschen im Rollstuhl meint. Das Problem aber, dass gerade im angelsächsischen Raum mit diesem Logo permanent diskutiert wird, ist, dass es einen passiven Rollstuhlfahrer zeigt. Also jemand, der die Arme nach vorne lehnt und darauf wartet, bis man ihm hilft oder irgendwie so. Dass aber für die meisten Menschen mit Behinderungen ein Rollstuhl Freiheit bedeutet und Unabhängigkeit und Selbstbestimmung wird in diesem Logo gar nicht repräsentiert. Und so gab es dann eine Initiative in den USA, die nennt sich Accessible Icon, wo es darum geht, dieses Symbol zu reformieren. Und sie haben es unter eine offene und freie Lizenz gestellt, dass jetzt wirklich auch in immer mehr US-Staaten eingesetzt wird, weil es eben das Aktive, das Partizipative von Menschen mit Behinderungen auch nochmal symbolisiert und gar nicht mehr so sehr das Defizit in den Mittelpunkt stellt, sondern einfach die Form des Engagements. Beziehungsweise der Aktivität. Ich finde dieses Symbol sehr schön, vielleicht ein bisschen zu sportlich, muss man vielleicht nochmal überlegen, ob man die Rückenneigung etwas weniger stark macht, aber ansonsten genau, scheint eher sportlich zu sein, der Typ. Oder die Frau, man weiß es ja nicht. Ein weiteres Beispiel, das ich, wir hatten ja auch vorhin schon das Thema Deutsche Bahn genannt, wir alle kennen das Leid und das Ärger mit der Hebebühne an Bahnhöfen. Man muss es mindestens 24 Stunden vorher beantragen unter einer kostenpflichtigen Telefonnummer, dass man diese Mobilitätshilfen bekommt. Funktioniert inzwischen ganz gut. Also ich bin ein vielreisender Mensch und ich hatte bisher einmal nur ein Problem von diesen, keine Ahnung, hunderten Malen, die ich gefahren bin. Aber das große Problem ist, dass es Bahnhöfe gibt, die keine 24-Stunden-Bereitschaft haben. Das heißt, wenn ich in Mannheim umsteigen möchte nach 22 Uhr, geht nicht. Das heißt, ich muss von meinem Abreiseort total früh los und habe dann oft auch einen ganzen Tag verloren, nur weil ich in Mannheim vielleicht nicht oder in Hamm nicht umsteigen kann. Und das ist ein Problem, das die Bahn aber auch weiß und auch kennt und natürlich immer versucht, auch den Deckel draufzulassen, aber unter anderem eben auch der Grund ist, warum sie anfangen, die Züge so dahingehend umzurüsten, dass die Einstiegshilfe nicht mehr am Bahnhof ist und das Bahnhofspersonal dafür zuständig ist, sondern eben das Zugpersonal. Und da ist ja immer jemand drin. Problem ist aber auch hier wieder, da ist so viel Hydraulik und so, dass das Ding wahrscheinlich permanent kaputt sein wird. Die Erfahrung kennen wir ja aus den Bussen in Berlin und auch aus den Regionalexpressen. Und außerdem sieht es aus wie ein Röntgengerät. Aber immerhin, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Eine Sache, die mich aber wirklich beschäftigt hat, war, als ich eben in besagten Japan war, eine Entdeckung, die ich machte, wo ich mich gefragt habe, warum gibt es das eigentlich in Deutschland nicht? Und die Japaner, wenn man jetzt mal die Vorurteile kurz Raum lassen möchte, lieben ja Technik und die machen einfach, glaube ich, also von ihrer Geisteshaltung her ganz viel, weil es geht. Und die Frage der Kosten steht dann vielleicht eher an zweiter Stelle. Sondern sie finden, die bauen wegen 5 Stufen, bauen die eine Rolltreppe. So einfach, weil es geht. Die bauen in Aufzüge Klimaanlagen, weil es geht. Und das habe ich alles persönlich gesehen. Und dann war ich mit einem Freund dort und wir haben uns wirklich sehr erfreut, dass es an jeder U-Bahn-Station Aufzüge gab. Und eines Tages stiegen wir an einer alten Station aus, wo es keinen Aufzug gab. Und mein Freund freute sich schon, dass er dann meinte, naja, zum Glück, oder endlich sehen wir mal, wie die Japaner das machen, wenn es keinen Aufzug gibt. So, das Problem wollten wir einfach jetzt mal kennenlernen, wie das ist. Und dann kommt ein Bahnbeamter, der am Bahnsteig steht, der wusste irgendwie, dass wir jetzt hier aussteigen wollen, weil man ja Tickets kauft mit einem Zielort. Der wusste, dass wir aussteigen wollen und führte uns zu einer Rolltreppe. Und sagte dann, kommen Sie hier runter. Und wir dachten so, okay, das wird jetzt gefährlich. Und drückte dann auf der Rolltreppe einen Knopf, wo dann 5 von diesen Stufen zu einer Ebene werden.
sattel jetzt ein bisschen, Achtung, da sieht man es jetzt. 5 dieser Stufen werden zu einer Plattform, wo man mit dem Rollstuhl dann rauffahren kann. Und ich dachte, ich fühle mich wie bei Transformers. Weil ich habe sowas, also ich meine, ich war 32 Jahre alt, als ich das Ding gesehen habe. Und ich dachte, ich muss 32 werden, um in die Zukunft zu gucken. Aber das hat mich doch ganz schön umgehauen. Der Freund und ich, wir sind echt beide ganz schön Technik-Nerds und waren unfassbar beeindruckt von, dass es sowas überhaupt gibt. Sowas habe ich noch nie zuvor gesehen. Und Ironie des Ganzen ist, dass die Rolltreppe von ThyssenKrupp ist. Die Frage ist also, warum gibt es diese Rolltreppen in Japan von einer deutschen Firma, aber nicht in Deutschland? Also finde ich, das ist etwas, was wir, glaube ich, wirklich mal adressieren können. Eine andere interessante Geschichte ist die Initiative Recht auf Klo. Da geht es darum, dass man auf Interkontinentalflügen, das ist hier so ein Flugzeugrollstuhl, dass man auf Interkontinentalflügen, wenn man im Rollstuhl sitzt, nicht auf Toilette kann. Und die Lufthansa ist die erste Airline, die jetzt an Bord diese Flugzeugrollstühle hat, damit man eben und mit Assistenz, in dem Fall wahrscheinlich von der Stewardess oder von der Assistenz, die man dabei hat, auf Toilette gehen kann. Das war vorher nicht möglich. Vorher empfahlen einem die Airlines, dass man eine Windel tragen soll. Das ist ziemlich menschenunwürdig, wie ich finde. EasyJet hat jetzt, nachdem sie, glaube ich, 5-mal im Jahr verklagt werden, angekündigt, dass sie jetzt auch rollstuhlgerechte Toiletten an Bord haben wollen. Aber das Ganze ist, ich meine, wir befinden uns im 21. Jahrhundert und ich finde es immer noch sehr beschämend, dass es immer noch um Windeln gehen muss. Stichwort Reisebusse, das ist ja auch Fernbus, ist ja ein großer Trend. Es gibt nur sehr wenige Reisebusse, die barrierefrei sind. Man kann sie online auch nicht buchen, man muss dann bei dieser Hotline anrufen. Ich glaube, der ADAC Postbus ist einer der wenigen, die das überhaupt haben. Und man sitzt dann vorne neben dem Fahrer. Ich meine, das ist ganz cool, ja, weil man einfach gute Aussicht hat. Aber selbst der ADAC sagt, sie wissen nicht, wie sicher das ist. Das haben sie ganz schnell nachgerüstet, weil man nämlich bei der Verordnung der Fernbusreisen, also der Regulierung der Fernbusreisen, vergessen hatte, Barrierefreiheit mitzudenken. Und es gibt jetzt irgendwie eine Übergangszeit von keine Ahnung wie vielen Jahren, in denen die Busse nachgerüstet werden müssen. Und das ist der erste Bus, den ich jetzt so erlebt habe auf einer Messe. Finde ich auch ein bisschen traurig. Wenn man sich dann wie ich im Internet gerne viel bewegt, stoße ich immer wieder auf solche Konzepte von Elektroautos, wo man mit seinem Rollstuhl reinfahren kann. Auch wieder wahrscheinlich ein Produktdesigner in seiner Masterarbeit, der sich überlegt hat, wie kann ich mit meinem Rollstuhl in der Stadt mobil sein. Das Problem ist halt, ich kann nur alleine mit diesem Auto fahren, weil nur einer reinpasst. Und das heißt, ich könnte meinen Assistenten gar nicht mitnehmen oder meinen Partner, meine Partnerin, meine Kinder. Das sind wieder solche Annahmen, die auch hinter solchen Modellen stecken, dass Menschen mit Behinderung sowieso alleine sind. Ja, und dann brauche ich eigentlich auch nicht raus. Und es gibt nur sehr wenige Möglichkeiten, als Privatperson zum Beispiel Autos zu kriegen, die barrierefrei sind. Das heißt, ich muss sie mir entweder kaufen für richtig teuer Geld. Und soweit ich weiß, hat nur Avis, die Autovermietung, die Möglichkeit, dass ich ein barrierefreies Auto für ein langes Wochenende oder so mieten kann. Das ist insofern beschämend, weil es wirklich ein, gerade unter dem Aspekt des demografischen Wandels und so, glaube ich, immer mehr Menschen mit Mobilitätseinschränkungen geben wird. Und weil ich jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, das hier sehe. Ja, das ist am Cottbuser Tor. Da fahren dann jeden Morgen 20 sogenannte Schwerbehindertentransporte zu einer Schule hin, laden 20 Kinder ab und fahren dann wieder zurück. Das Ganze ist insofern ein Problem in meinen Augen, weil es a. unfassbar viele Leerfahrten gibt, ja, und weil es b. nur deswegen passiert, weil der öffentliche Personalverkehr anscheinend immer noch nicht barrierefrei genug ist, beziehungsweise Kinder
kilometerweit durch die Stadt gefahren werden müssen, um zur einzigen barrierefreien Schule zu kommen. Das sind Probleme in diesem ganzen System. Wenn ich aber als Privatperson aber ein rollstuhlgerechtes Fahrzeug brauche und ich habe kein eigenes, gibt es, ich habe lange recherchiert, keine einzige andere Möglichkeit als London Taxi Berlin. London Taxi Berlin ist hier unten. Das sind Taxis aus London, weil in London sind nämlich über 50% aller Taxis barrierefrei. Davon haben sie halt irgendwie zwei nach Berlin geholt. Und dann dachte ich, cool, ich probiere das mal aus und rufe da an und wollte für heute Abend eine Fahrt haben. Und dann haben die gesagt, hat er mich ausgelacht an der Hotline und hat gesagt, das müssen sie 3 Wochen vorher machen. Dann gab es ja den Telebus, über den wurde ja auch schon gesprochen, muss ich auch 3 Tage vorher buchen, das heißt jetzt Sonderfahrdienst. Alleine die Berechtigung zu beantragen, um an dem Sonderfahrdienst teilzuhaben, vergehen 8 Wochen. Ich habe es gestoppt bei mir, ich habe jetzt seit neuestem das T in meinem Ausweis und diese Sonderfahrdienstkarte und mein Lifestyle ist einfach nicht so, dass ich in 3 Tagen weiß, um wie viel Uhr ich wo sein muss. Ja, also das ist ja eigentlich Planwirtschaft. Die London-Taxis funktionieren so. Man kann an der Seite die Tür aufklappen. Hier sieht man das vielleicht besser. Man klappt an der Seite die Tür auf und der Taxifahrer hilft einem dann rein. Ich habe das selber ausprobiert, ich habe selber erlebt. Das ist unfassbar gut, funktioniert sehr gut. New York will jetzt auch 50% seiner Taxen barrierefrei gestalten mit den neuen Nissan-Taxis. Und ich habe in Deutschland keine einzige aufkeimende Debatte auch nur erlebt, wo es darum geht, auch mal bei der Zulassung von Taxis darüber nachzudenken, welche davon rollstuhlgerecht werden. Also wenn ich beim Würfelfunk und so weiter und so fort anrufe, kann mir nie irgendjemand sagen, welches Taxi rollstuhlgerecht ist und welches nicht. Das ist immer Glück. Ich kann es in den Notizen reinschreiben, wie ich möchte und so weiter und so fort. Dabei hat Mercedes zum Beispiel jetzt in London auch Vito-Taxis, die barrierefrei sind. Aber in Deutschland, in Berlin habe ich noch kein einziges gesehen. Warum ich das Ganze jetzt so erzähle? Weil wir reden ja auch gerade in Berlin von diesen ganzen Carsharing-Konzepten. Ne, wir reden von Car2Go, DriveNow und so weiter. Und dafür gibt es dann unfassbar viele Apps. Ja? Und ich kann in diesen Apps sogar sagen, dass ich meinen Hund mitnehmen möchte. Aber ich kann nicht sagen, dass ich meinen Rollstuhl mitnehmen möchte. Und ich finde, solange Hunde in diesem Land mehr Aufmerksamkeit bekommen als Rollstühle, haben wir ein Problem. Vielen Dank. Ja, schönen Dank, Raul. Und bevor wir nun in die Mittagspause gehen, natürlich wieder die Aufforderung, Fragen zu stellen. Ich bitte um Wortmeldung. Ja. Ja, ich bin's nochmal, Margit Reinelt. Was mir aufgefallen ist mit der Rolltreppe, wahrscheinlich denke ich mir, dass das nicht haben, weil es wahrscheinlich bautechnisch nicht geht, weil der TÜV dann sagt, das wäre zu gefährlich. Deswegen werden wir wahrscheinlich die Rolltreppe nicht haben. Die ist doch ganz cool. Das wäre doch schon mal ein Ansatz. Die Frage ist halt, wie lange wollen wir uns von bautechnischen Regeln eigentlich noch verbieten lassen, was geht und was nicht. Aber dann werden sie wieder sagen, das ist Geld, weil es geldtisch da ist. Ja, und wie lange wollen wir uns das noch anhören? Aber da muss die Politik eben halt, endlich mal sagen, okay, egal wie viel es kostet, es ist so, jeden kann es treffen, dass er behindert ist. Und dann möchte ich mal sehen, wenn ein Politiker, wir haben zwar einen Politiker, der im Rollstuhl sitzt, aber trotzdem. Der sich nicht gerade verdient gemacht hat, um die Belange von Menschen. Ja, genau, das ist so, weil viele Behinderte sich auch selber mit ihrer Behinderung nicht auseinandersetzen oder nicht auseinandersetzen wollen. So. Ja. Jo, dann wieder in die nächste. Erstmal recht herzlichen Dank. Das ist für mich was ganz Neues, dass Sie sagen, Behinderung als Lifestyle, ich finde das cool. Und auch Ihre Webseite Sozialhelden klingt richtig trendy. Ist ein super Ansatz. Ich finde,
Behinderung ist ja, also Behinderung wird oft assoziiert mit alt auch, ja, aber Behinderung ist ja altersunabhängig. Und ich nehme das gerne als Anregung mit und eine ganz kurze Anmerkung noch zu dem Thema Behinderung und Taxi. Unser Landesverband vom Sozialverband Deutschland und da der Landesvorsitzende Herr Michael Wiedeburg ist da sehr engagiert zum Thema Enthinderungstaxi. Ich möchte ausdrücklich sagen, das ist keine Konkurrenz und soll auch niemand seinem Sonderfahrdienst wegnehmen, sondern es ist eine Möglichkeit, genau wie Sie das beschrieben haben, auch hier in Berlin Menschen mit Behinderung, die mobilitätseingeschränkt sind, zu ermöglichen, selber zu bestimmen, wann will ich wo sein. Von 8 bis 19 Uhr oder wie? Nein, rund um die Uhr, weil das Taxi, ich meine, damit wird auch mit einem Vorteil aufgeräumt, dass Behinderung immer nur Kosten verursacht. Das wäre ein super Wirtschaftsding, weil wenn die Taxis so ausgestattet sind, das sind ja private Unternehmer, die bieten ja einen Service an, die verdienen damit Geld, also man kurbelt die Wirtschaft an und das ist relativ preisgünstig, weil wenn ich das gesehen habe auf ihrem Foto, da diese 20, das sah ja aus wie Justizfahrt, also das ist ja schon eine Diskriminierung allein von der Aufmachung, ja, wie die da vorfahren. Es ist natürlich, gerade bei Jugendlichen, man ist doch cooler, wenn die mit so einer Taxe vorfahren zu der Schule, als mit so einer Wanne, ja. Also das sind ja auch noch alles. Wie weit sind denn da die Entwicklungen mit dem Enthinderungstaxi? Ich stelle Ihnen da gerne mal den Kontakt her, da bin ich jetzt auch nicht hier für der ja. Richtige, ich halte mich da an die Etikette, der sagt Ihnen da gerne, gibt Ihnen gerne detailliertere Informationen. Plus, da sind wir jetzt auch dran, ja, und freuen uns die über jede Unterstützung. Haben Sie ja da. Richtig, habe ich gerade schon aufgeschrieben, genau. Dankeschön. Super, danke. Ja. Danke. Hallo, ich bin Franziska Wüstefeld. Ich bin hier unter anderem als Vertreterin vom Landesverband Behinderter und chronisch kranker Eltern und weil du das Foto gebracht hattest von der Mutter mit dem selbstgebauten Kinderwagen. Ich hatte zum Glück jetzt kürzlich eben vor anderthalb Jahren, als meine Tochter geboren wurde, das Glück, einen Kinderwagen zu finden, den ich dann doch irgendwie schieben konnte. Aber würde eben gerne auch nochmal auf das Thema aufmerksam machen. Also zum Beispiel die Barrierefreiheit, um meine Tochter ins Bett zu bringen. Mein Schwiegervater hat netterweise ein Kinderbett umgebaut, wodurch man es aufklappen kann und ich kann meine Tochter jetzt da selbst reinlegen und rausholen. Aber die Krankenkasse, es gibt welche, die auch richtig hergestellt werden, aber die Krankenkasse würde dafür nicht die Kosten übernehmen, nur wenn das Kind selbst auch behindert ist. Und dadurch, dass es so geringe Anfertigungen dann sind, ist es wiederum auch. Also auch da ist eben die Barrierefreiheit noch ganz viel zu tun und natürlich auch im Bereich Elternassistenz, die ja nach wie vor auch einkommensabhängig ist und so Eltern mit Körperbehinderung oder anderen Behinderungen eben das Leben schwer macht und ihren Partnern und Partnerinnen. Danke. Ja. Martin Maubach, Projekt Enthinderungstaxi, wurde gerade eben erwähnt. Und wir sind ja schon seit Jahren dabei, diese Entwicklung und Einführung barrierefreier Taxen voranzutreiben. Wir haben, der Kollege hat es gerade erwähnt, mit dem Sozialverband Deutschland und der Aktion Mensch ein Projekt vor, das 3 Jahre stattfinden wird. Wir hoffen, dass es demnächst auch starten kann und da wird dann diese Voraussetzungen, die Sie gerade geschildert haben, um Taxen hier einzuführen in Breite, dass es spontan zu erreichen ist und auch abzurufen ist, versuchen auf die Beine zu stellen. Ich kann Sie gerne einladen, mit den Sozialhelden als Kooperationspartner auch bei diesem Projekt dabei zu sein. Wir können ja mal im Detail drüber reden, aber ich frage mich, warum das so ein großes Projekt sein muss. Einfach 3 Taxifahrer finden, 3 Autos kaufen, umbauen, fertig. Also, was ist da 3 Jahre Projekt? Ja, dann, man kann es ja mal ausprobieren. Ich habe halt noch 0 gefunden. Das ist halt das Problem. Nee, die gibt es schon. Ja? Es gibt schon einige, aber die reichen ja nicht aus, diese spontane, flächendeckende Ausstattung hinzukriegen in Berlin. Probieren wir mal aus. Bleiben wir in Kontakt. Ich wollte nur kurz was ergänzen zu den Fernbussen. Die Fernbusrichtlinie, das war der damaligen Koalition, das war FDP und die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag durchaus bewusst,
Also die Verbände liefen Sturm und haben gesagt, schreibt verbindlich rein die Barrierefreiheit der Fernbusse. Das hat man bewusst ausgelassen. Es wurde nicht vergessen, sondern man hat gesagt, nee, wirtschaftlich ist zu teuer und wir lassen es weg. Das war ein ganz bewusster Akt, nur so als Information nebenbei. Herr Dr. Schneider, mal noch. Also nochmal zu dem Thema Taxen. Wir haben, und das ist ganz schlimm in Berlin, im Moment 16 barrierefreie Taxen insgesamt. Von den Tausenden, die wir insgesamt im Stadtgebiet haben. Das Thema, Herr Maubach hat es erwähnt, Herr Maubach und ich waren vor 20 Jahren fast schon bei Mercedes, als es um Vito-Taxi ging. Auch da haben wir dieses schon versucht. Gescheitert ist das bisher an den großen Taxiverbänden im Land Berlin. Zuletzt vor etwa 2 Jahren gab es im Zuge eines runden Tisches bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, runder Tisch barrierefreie Stadt nannte sich die, dort waren alle Taxiverbände versammelt. Wir haben das Thema rauf und runter, auch mit den Beispielen London, New York, aber auch noch weitere Städte, Barcelona. Es gibt diese Nissan 200, die N200, Taxen inzwischen, die leicht umzubauen sind. Wir sind auch bei diesem runden Tisch zu keinem Ergebnis gekommen. Allerdings muss man sagen, hätte ich mir gewünscht, dass die Stadtentwicklungsverwaltung, die durchaus die Möglichkeit hat, Vorgaben zu machen, nach dieser Runde, die gezeigt hat, dass es auf dem freiwilligen Wege eben einfach nicht geht und seit Jahrzehnten nicht geht, dass sie einfach ihre Gestaltungsmöglichkeit nutzt und entsprechende Anforderungen definiert, mindestens für neue Konzessionen als ersten Schritt und dann mit einer Zielsetzung, wie wir es im Personenbeförderungsgesetz haben, bis 2022 gibt es keine anderen Taxen mehr in etwa, damit auch nicht kleine Taxiunternehmen von heute auf morgen natürlich dort aus dem Wettbewerb genommen würden. Diese Gestaltungsmöglichkeit muss genutzt werden und da ist eine Initiative aus dem Abgeordnetenhaus in diese Richtung sicher ganz hilfreich. Wie ist denn, wie komme ich denn an diese 16 Nummern dran, für diesen 16 Taxis? Ich denke, da können wir uns noch mal kurz schließen. Es gibt diese Aufstellung, aber da gilt dasselbe wie jetzt für diesen kleinen Unternehmer mit den London-Taxen, die sind langfristig immer weg, weil natürlich viele Leute, die das Taxikonto im Rahmen des Sonderfahrdienstes nutzen, natürlich auch einen Zugriff dort haben. Aber das ist ja ein Geschäftsmodell. Ich verstehe das absurde halt nicht. Es gibt das Geschäftsmodell, dass es 100 Euro pro Monat gibt für Taxifahrten. Und das muss sich doch, ab der ersten Monat muss sich das doch rechnen, wenn man genug Druck aufbaut auf die Taxibetreiber. Das hat bisher nicht funktioniert, obwohl fast alles probiert wurde, aber wir sind dann natürlich für neue Ideen dankbar. Ja, gut. Jetzt Frage nochmal, letzte Wortmeldung hier vorne nochmal. Möchte noch jemand? Okay, hier nochmal. Und dann kommen wir ja schon zur etwas verspäteten Mittagspause. Ja, man sollte doch, wenn man die Taxi so behindertengerecht umgebaut hat, dann müsste das aber auch so sein, dass man eine Taxi, wenn man als Rollstuhlfahrer eine Taxi haben möchte oder braucht, dann einfach anrufen, sagen bei der Taxizentrale, ja, ich bin Rollstuhlfahrer, ich brauche eine behindertengerechte Taxi und dann wäre das doch gut. Ja. Warum muss man da immer so alles machen? Das ist alles immer eine Geldfrage. Das ist das Problem. Aber noch eine Meldung. Ich würde vorschlagen, das ist dann die letzte, weil sonst, ich glaube, das Essen wartet schon sehnsüchtig. Und deswegen fasse ich mich auch kurz. Internet hatten Sie angesprochen, ganz wichtiges Thema. Das Internet wird ja wirklich immer barrierefreier. Nur eine kleine Anregung zum Schluss. Versucht mal an alle hier im Saal, einfach mal online einen Antrag auf Rundfunkgebührenbefreiung oder Ermäßigung beim sogenannten Rundfunkservice ausfüllen. Ich habe das mal gemacht. Ist spannend. Also das ist weder für Menschen, weder in leichter Sprache noch für Menschen mit irgendwelchen kognitiven Beeinträchtigungen, denke ich, ganz leicht machbar. Einfach mal auf die Webseite, Rundfunkbeitragsservice nennt sich das ja, und einfach mal eine Befreiung beantragen. Einmal nach, weil man Hartz IV kriegt, einmal, weil man
vielleicht eine Behinderung hat, eine Ermäßigungsvoraussetzung oder einmal, weil man eben Sozialhilfe kriegt. Einfach mal versuchen und dann wirken lassen und dann, das ist eine staatliche, also das ist eine staatliche Behörde, ja, und dann kann man sich ein eigenes Urteil bilden, was da mit der Umsetzung barrierefreier Internet los ist, ja. Viel Erfolg. Ja, schönen Dank. Raul, hast du noch Antworten, Anmerkungen? Nee, ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja, dann auch großen Applaus.